Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Ho, ho, ho. Kurz vor dem zweiten Advent steht der zweite Spieltag der Rückrunde der Regionalliga West an. Und damit hallo und herzlich willkommen. Im Tor natürlich, den wollen wir gar nicht außer Acht lassen. Weiterhin Franz Langenhoff, seine siebte Partie von Beginn an. Und in den bisherigen sechs ist er 4-0 geblieben. Mal schauen, ob wir das heute auch kriegen. Der ersten Mannschaft des WSV, auch in der A-Jugend als Trainer unterwegs gewesen. Beim WSV jetzt erstmal die erste Chance, Markus Stiepermann. Lukas Demming hat sich nach seiner Verletzung auch festgespielt in der Mannschaft. Peitz und Güler. Montag, Tobias Peitz, auch er, sich in die erste Elf. Güler! Und der setzt seinen Lauf fort. Serhat Simi Güler mit dem 1-0 für den Wuppertaler SV nach 6 Minuten. Stark gemacht, stark herausgespielt vom Wuppertaler SV. Wieder mal über die rechte Seite. Moritz Montag nimmt Tobias Peitz mit. Der hat ganz, ganz viel Platz und Zeit zum Flanken. Und Güler, 3 Mann um ihn herum. Und keiner hat ihn so wirklich. Die Wattenscheider nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Britschow. Lukas. Für Britschow, das spielen sie jetzt ein bisschen eng aus. Rodriguez Pires, der geht in den Strafraum rein. Rodriguez Pires. Der schickt Peitz und der könnte Güler schicken. Das macht er auch. Güler bleibt im Ballbesitz. Hagemann. Güler. In der Mitte ist Stiepermann, scharf Güler. Angeführt im Zentrum von Leon Schwers, der jetzt diesen tollen Ball in die Spitze spielt auf Serhat Güler. Ist ein bisschen nach links raus, Markus Stiepermann in der Mitte, Stiepermann 2-0. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Leon Schwers sieht Serhat Simi Güler starten. Der zieht an. Markus Stiepermann läuft mit. Und muss nur noch einschieben zum 2-0 für den Wuppertaler SV. Nimmt jetzt Hagemann mit. Der hat immer noch Platz auf der linken Seite. Mit dem Haken in den Strafraum. Wieder Stiepermann. Pfosten. Nein, nicht drin. Der tanzte auf der Linie. Montag. Ja, und da pennen die Wattenscheider ein wenig. Da pennen sie doppelt. Dreifach. Ja, was machen die denn da gerade? Stiepermann! Heieieiei, das muss das 3-0 sein. Und was für die Wattenscheider spricht, sie haben in Halbzeit 2 deutlich mehr Tore in der Regionalliga erzielt in dieser Saison als... Ah, das ist der Elfmeter. Das ist ganz klar der Elfmeter. Und die glattrote Karte für Justus Henke. Und das völlig verdient. Völlig verdient. Bringt sich da selber in die Schwierigkeiten rein. Völlig unnötig in der Situation. Hätte den Ball einfach zu Franz Langhoff zurückspielen können. Julian Meyer steht da. Hat auch schon einen verwandelt diese Saison. Meyer gegen Langhoff. Eiskalt. Eiskalt Julian Meyer verlädt Franz Langhoff da. 1-2. Und damit ist die SG Wattenscheid 09 wieder voll im Spiel drin. Sehen wir uns den Elfmeter nochmal an. Langhoff geht den Schritt nach vorne, entscheidet sich früh für die Ecke und wird dann von Meyer ausgeguckt. Das macht der WSV gut. Güler, der ist jetzt durch. Macht Serhat Simi Güler den dritten. Lässt den ersten aussteigen. Hagemann kommt mit. Kevin Hagemann! Und das ist eine perfekte Antwort auf den Platzverweis und den Elfmeter. Ja.
Und wieder ein Konter. Super gemacht. Güler nimmt direkt mal Neufeld und Bredaric aus dem Spiel und überlegt rübergelegt auf Kevin Hagemann. Die werden natürlich jetzt Vollgas nach vorne gehen. Volle Offensive fahren. Güler im Strafraum. Güler, nächster Abschluss von ihm. Gucken wir uns die Anordnung jetzt gleich mal an. Gucken wir gleich auch mal, ob es wirklich Casalino war. Gibt zwei mit blonden Haaren. Guter Ball da in die Spitze erstmal. Franz Langhoff hat den sicher. Nimmt Stiepermann mit auf der rechten Seite. Ja, aber da ist keiner. Stiepermann. Was macht Stiepermann? Richtung Bastian Müller. Müller! Rodriguez Pires. Demming. Macht er super. Stiepermann. Demming läuft wieder in Position. Stiepermann, toller Pass auf Demming. Güler ist hinten wieder blank. Da braucht der Demming zu lange für. Stiepermann, Stiepermann, Stiepermann. Hei, jei, 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 jei. Vereitelt damit eine klare Torchance. Elfmeter und rot die Folge. Wattenscheid kommt ran. Und der WSV kann trotz Unterzahl noch das 3:1 erzielen. Und jetzt sind wir bei 2:3. Norman Jakubowski. Und da hat die Abwehr des WSV völlig gepennt. Die Flanke kommt rein. Jakubowski völlig alleine gelassen da. Auf Höhe des Elfmeterpunktes. Hält den Schlappen einfach mal in diese Flanke rein. Und darauf spekuliert Güler. Genau auf den Ball spekuliert Serazini Güler. Güler jetzt alleine gegen Lukas. Güler! 4:2! Und der belohnt sich wieder für eine fantastische Leistung. Serazini Güler. Auf den langen Ball spekuliert Güler, auf diese Abstimmungsschwierigkeit. Und dann zieht er einfach durch, geht noch nicht mal mehr in den Zweikampf mit Nico Lukas. Und dann links unten, keine Chance für Kilian Neufeld, das Ding zu halten. Und das war's. Der Wuppertaler SV gewinnt mit 4:2 sein Heimspiel gegen aufopferungsvoll kämpfende Wattenscheider. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.